Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, bei dieser Bücherwoche handelt es sich ja um meine erste Arbeitswoche nach Urlaub und Krankheit. Und die spätsommerliche Woche habe ich trotz Spätschicht sehr, sehr genossen. Zudem ist auch noch ein bisschen was anderes in meinem Privatleben passiert, was mich sehr, sehr erfreut. Und ja, dazu aber ja, in einer späteren Stunde, beziehungsweise wenn alles ein bisschen konkreter wird. Und ja, es war insgesamt eine sehr, sehr schöne Woche, vom Wetter her toll auch. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz schön war, nicht gleich morgens um 7:30 nach im Grunde 4 Wochen Abwesenheit anzufangen, sondern den Morgen noch so ein bisschen entspannter anzugehen, wirklich nochmal so ein bisschen den Morgen genießen, die Zeit vor der Arbeit genießen. Und ja, da merkt man schon ein bisschen so, wenn wieder Routine aufkommt, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, da wieder reinzufinden. Aber ja. Ich habe das auf jeden Fall sehr, sehr genossen, und jetzt ja auch die kommende Woche soll es ja vom Wetter her auch super schön nochmal sein, bevor dann der Herbst kommt. Ja, buchtechnisch war es gefühlt eine okay Woche mit ja einem Highlight, einem abgebrochenen Buch, so einem ja sehr guten Buch und einem okay Buch. Also es war gefühlt alles so ein bisschen dabei, auch verschiedene ja, Werke sozusagen, also unterschiedliche Mediums sozusagen. Medien? Sind das dann Medien? Ja, wahrscheinlich. Meine Güte, ich quatsch wieder was. Zudem habe ich eine neue Serie auf Netflix entdeckt. Da hat der liebe Thorsten geschwärmt und das musste ich mir angucken. Das Oktober-Leseklub-Buch steht auch fest, und ja, es gibt auch eine kleine Kingsiana-Info. Und ich denke, wir starten jetzt einfach erstmal mit den Büchern. Welche habe ich denn diese Woche gelesen und gehört? Gestartet hat meine Woche bzw. das Wochenende mit Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren, von Ali Benjamin. Das ist ja ein Buch, das ich aus Berlin mitgebracht habe und auf das ich sehr, sehr gespannt und neugierig war. Schon in der letzten Woche begonnen habe ich ja das Atelier in Paris von Guillaume Musso. Das habe ich zusammen mit der lieben Chiara gelesen, und das haben wir dann in dieser Woche auch beendet. Ja, gehört und abgebrochen habe ich Die Schwestern von Midford Manor unter Verdacht von Jessica Fellows. Das ist ja die Nichte vom Erfinder von Downton Abbey, wenn man so möchte. Und da waren natürlich die Erwartungen groß, und ja. Und dann noch gelesen habe ich Im Turm von Josiah Bancroft. Ich denke mal, man spricht ihn so aus, ich weiß es aber nicht. Ein Buch, auf das ich sehr, sehr gespannt war, denn es geht da ja so ein bisschen um den Turm von Babel und ja, was da so ein bisschen passiert. War ich auf jeden Fall neugierig und habe es diese Woche dann gelesen. Ja, aber wir beginnen wie immer der Reihe nach mit Die Wahrheit über Dinge, die einfach passieren, von Ali Benjamin. Ein Buch, das mir in Berlin im Grunde über den Weg lief, ganz zufällig im Buchladen, und ja, was mich so direkt vom Cover angesprochen hat und dann auch vom Klappentext. Ja, wir treffen auf Susi. Und Susi ist ein 12-jähriges Mädchen, die gerade ihre beste Freundin verloren hat, beziehungsweise war die Freundschaft mal sehr, sehr intensiv, denn ihre Freundin hat sie genau so genommen, wie Susi ist. Denn Susi ist ein sehr spezielles Kind, die über alles, was sie nachdenkt, im Grunde auch spricht. Also die sehr viel geredet hat, sehr viele Dinge erzählt und ihre Welt eigentlich mit ihren Worten bereichert hat. Doch ja, als ihre beste Freundin stirbt, macht sich Susi so ein bisschen Gedanken über sich selbst und denkt sich so, warum machen die Menschen eigentlich Smalltalk? Das macht sie einfach nicht mehr, und sie will nicht mehr über unwichtige Dinge sprechen und redet jetzt nur noch, wenn es wichtig ist, was gefühlt dazu führt, dass sie überhaupt nicht mehr spricht. Zudem fängt sie auf einmal an, sich für Quallen zu interessieren und ja, schreibt hier auch rege Briefe mit einem Wissenschaftler und forscht hier. Und ja, wer jetzt denkt, er weiß schon viel über Quallen, der wird sich irren. Nach diesem Buch weiß man definitiv mehr. Also es sind viele Quallen-Informationen enthalten, wo man wirklich auch manchmal erstaunt ist, was da so ein bisschen zusammenkommt. Das Buch klingt erstmal so ein bisschen unspektakulär. Ja, da ist ein junges Kind, das im Grunde ihre beste Freundin verloren hat, und auch die Eltern sind geschieden, und ja, das, na, dann redet sie nicht mehr. Ja, das klingt erstmal so ein bisschen langweilig. Und ich muss aber sagen, wenn auch der Klappentext das so ein bisschen erzählt, war es ein absolutes
absolutes überraschendes Highlight für mich. Der Sprachstil von Ali Benjamin war großartig. Es ist eine Geschichte, die einen so in diese Welt von Susi mitnimmt, die einem Susi auch durch diese Gedanken von sich selbst so näher bringt. Denn wir erfahren die Geschichte eben durch die Perspektive von Susi und sie erzählt uns ihre Geschichte. Sie erzählt uns ihre Gedanken, lässt uns daran teilnehmen, an ihrem Schweigen, was sie über Qualen herausfindet, was sie uns über ihre Freundin erzählt und auch über ihre Familie, auch so den Abschiedsschmerz so ein bisschen zu ihrem Bruder, der aufs College geht. Und es ist im Grunde schon so ein Erwachsenwerden-Ding und es war einfach toll. Also ich kann auch gar nicht so direkt festhalten, was so besonders war, aber es war diese Atmosphäre, die geschaffen wurde. Ich mochte den Stil und ich mochte einfach auch Susi und ich mochte ihre Gedanken. Und wenn ich mich so zurückerinnere, so vielleicht an meine Jugend, Kindheit, glaube ich, dass die Gedanken tatsächlich echt sind. Es gibt Gedanken, die man sich eben macht, gerade über Freunde, übers verlassen werden, wenn im Grunde vielleicht auch Freunde wegziehen oder in dem Fall natürlich gleich so endgültig sterben und dass sich Freundschaften eben verändern und dass das als Kind und Jugendliche sehr, sehr viel schwerer war, fand ich, als es das vielleicht als Erwachsener ist oder als älteres Kind oder älterer, mittlerer, Erwachsener, wie auch immer. Und ich konnte Susi einfach so, so gut nachvollziehen und ich finde, Ali Benjamin hat hier eine Geschichte zustande gebracht, die einfach großartig ist. Das ganz viel Emotion, ganz viel geht hier ins Herz und es nimmt einen einfach mit. Man bekommt so diesen Einblick in den Kopf dieses Mädchens und das ist einfach großartig gemacht und das hat mich total fasziniert. Ich habe das Buch in 2 Schwuppen weggelesen. Es ist jetzt natürlich auch nicht ganz so dick, aber es ist eine wunderbare Geschichte und die uns einfach so ein bisschen erzählt, wie Leben funktioniert und wie unterschiedlich wir auch vielleicht das Leben wahrnehmen. Und denn wir erleben natürlich auch so ein bisschen eine verzweifelte Mutter und auch der Vater und der Bruder, der das alles so ein bisschen merkwürdig findet. Und dann haben wir auch Lehrer, die darauf reagieren, dass das Kind eben nicht mehr spricht und wo man dann eben einfach sagt, wie reagiert denn die Umwelt, wenn man auf einmal nichts mehr sagt? Und das war total faszinierend und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also vom Stil her, atmosphärisch, emotional, wirklich großes, großes Bücherkino. Ich hätte nicht erwartet, dass es mich so mitnimmt und begeistert und auch mit so vielen Gedanken zurücklässt, denn die Geschichte hält auf jeden Fall auch noch in einem nach und man nimmt auch ein bisschen was mit. Man nimmt was mit in sein eigenes Leben, in seine eigenen Gedanken und auch, wie man vielleicht manchmal doch Menschen sieht. Ich fand es wirklich großartig. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat echt Spaß gemacht. Und ich kann davon eigentlich nur schwärmen, weil es mir wirklich, trotz der Ruhe und auch ein bisschen dieser Langsamkeit unglaublich gut gefallen hat und einfach so ganz tief gegangen ist. Wirklich großes Bücherkino, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, angekündigt schon in der letzten Bücherwoche ist das neue Buch von Guillaume Musso, Das Atelier in Paris. Wir kennen die Protagonistin Madeleine bereits aus Nachricht von dir, auch ein Musso, den ich bereits gelesen habe. Ich habe es aber schon öfter mal gehört, man muss das Buch kennen und es ist eine Fortsetzung. Nein, dem möchte ich einfach widersprechen. Man kann, ich denke, auch das Atelier von Paris lesen, ohne Nachricht von dir zu kennen. Ich glaube, es hilft einem ein bisschen mehr, Madeleine kennenzulernen oder so ein bisschen was nachzuvollziehen, aber man erfährt alles, was man irgendwie wissen muss zu Madeleine, durchaus auch in dieser Geschichte. Und deswegen nehme ich hier einfach schon mal die Warnung raus. Es ist keine klassische Fortsetzung und man muss diesen Band auch nicht kennen. Ich selbst habe gar nicht gewusst, dass ich Nachricht von dir schon gelesen hatte. Und irgendwann kam mir aber Madeleine und ihre Geschichte so bekannt vor, sodass ich da mal auf Lovely Books gestöbert habe und dachte, ach doch, du hast es schon gelesen. Also mir war das schon gar nicht mal bewusst. Ich habe ja doch einige Mussos dann auch hintereinander gefühlt weggelesen. Und das ist also das neue Buch von Musso, auf das ich mich auch gefreut habe, auch wenn mir ja das letzte Buch, Das Papiermädchen, so gar nicht gefallen hat. Ich das ja sogar, glaube ich, abgebrochen habe und auch dieses Winterbuch hatte mir nicht gefallen. Dennoch war ich gespannt auf Musso. Ich habe ja auch noch ein paar Bücher auf dem Sub und war sehr, sehr gespannt. Und zusammen mit der lieben Chiara habe ich dann das Buch auch gelesen. Und wir treffen eben, wie gesagt, auf Madeleine, die in London eine Polizistin ist oder war und die sich jetzt in Paris eine Auszeit nimmt und sie mietet sich dort in ein Atelier ein. Gleichzeitig haben wir den amerikanischen Schriftsteller Gaspard, ich vermute mal, man spricht ihn so aus, der auch nach Paris reist, denn er hasst diese Stadt
und möchte dort in Ruhe schreiben. Und am besten kann man eben schreiben, wenn man nicht von außen abgelenkt wird. Und das macht er eben immer in Paris. Er schreibt Theaterstücke, ist da auch sehr erfolgreich, aber er wirkt so ein bisschen, ja, frustriert von der Welt und total angenervt und auch so ein bisschen wie so ein Eigenbrödler. Und ja, beide merken aber relativ schnell, dass sie im gleichen Atelier, in der gleichen Wohnung untergekommen sind und dass diesem einem bekannten Maler gehört hat, der vor einem Jahr in etwa oder auch ein bisschen länger her, ja, im Grunde, ja, gestorben ist und der aber eine ganz tragische Geschichte hinter sich hat, denn wie so Künstler manchmal sind, ist denen ihr Leben nicht immer, ja, so schillernd, wie man es vielleicht von außen annimmt. Und es gibt so einige Rätsel des Malers, die jetzt im Grunde Madeleine und auch Gaspard auf ihre Weise irgendwie lösen wollen. Denn ja, es ist so einiges vorgefallen, was ganz lösenswert ist. Und es kommt natürlich Madeleine auch zugute, dass sie schon Polizistin ist, war, wie auch immer, ob man das jemals los wird. Es ist wieder ein Genre-Mix, ja, wie man es von Musso kennt. Wir haben Krimi, wir haben ein bisschen Thriller, wir haben auch ein bisschen, ja, in der Art was Übernatürliches drin, das klingt jetzt aber schlimmer, als es gefühlt ist. Wir haben natürlich auch so ein bisschen ja, Lebensgeschichten enthalten und auch so ein bisschen was, was Liebe angeht. Und all das kommt im Grunde auch in das Atelier in Paris so ein bisschen zusammen. Der Schreibstil von Musso ist einfach großartig. Ich finde immer wieder, dass er sehr atmosphärisch schreibt, dass er Charaktere wirklich bildhaft und lebendig erscheinen lässt, dass man wirklich das Gefühl hat, diese Menschen laufen in diesem Fall durch Paris, die könnte es im wirklichen Leben geben. Das ist ja, super toll, wie er das einfach hinbekommt. Ich mochte auch hier so diesen Perspektivwechsel, den wir hatten, einfach, dass diese Geschichte so einen runden Gesamteindruck bekommt und man eben nicht nur so auf einen Charakter in den Fokus legt, sondern eben auf mehrere, also oder in diesem Fall auf zwei und so eben ein Gefühl für diese Geschichte bekommen. Es war leider erst relativ spät spannend. Ich glaube, es hat locker 200, 250 Seiten gebraucht, bis gefühlt irgendwie was Spannendes passiert. Es war nicht sehr viel Aufregendes vorher, aber das Atmosphärische hat einen so ein bisschen lesen lassen. Und ich glaube auch einfach, der Austausch, den ich mit Chiara hatte, hat hier geholfen. Vielleicht hätte ich es, wenn ich es allein gelesen hätte, ja, auch schon vor viel früher beendet. Es wirkte leider an manchen Stellen doch sehr, sehr konstruiert. Und auch das Ende war überhaupt nicht meins. Es gab einfach viel zu viele Zufälle, die auf einmal passiert sind und auch unlogische Dinge. Das Ende war nicht ganz so meins. Also das muss man ganz klar sagen. Es wurde ab der Hälfte in etwa wirklich spannend und man hatte dann auch so den Drang zu lesen und das machte dann auch wieder Spaß. Aber das Ende, da habe ich wirklich sehr oft mit dem Kopf geschüttelt. Es war ein okay Buch, mehr aber tatsächlich auch nicht. Also ich habe schon durchaus Besseres von Musso gelesen, natürlich auch Schlechteres, gerade das Buch, was man natürlich abgebrochen hat. Aber der Schreibstil von Musso, ich glaube, entweder gefällt es einem oder nicht. Ich mag den Schreibstil sehr, weswegen ich wohl auch zu seinem neuen Buch greifen werde, Was wäre ich ohne dich, das glaube ich im November erscheint und ich habe ja wie gesagt auch noch zwei, drei auf dem Sub und ich denke auch, da werden sie nicht vergammeln, die werde ich mir fürs nächste Jahr spätestens auf jeden Fall vornehmen und ja, diese Geschichte muss man nicht gelesen haben, aber als echter Musso-Fan wird man wahrscheinlich dazu greifen. Der Genre-Mix ist definitiv wieder vorhanden. Ich finde auch, dass Musso sich nie in ein Genre schieben lässt. Muss er auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, als was er hier zählt. Ich glaube einfach nur als Roman im Pendo-Verlag. Und ja, mir hat er gut gefallen, aber gefühlt mehr ist da halt leider auch nicht gewesen. Aber gut, muss ja manchmal eben auch einfach nur ein gutes Buch sein, das, ja, man irgendwie gelesen hat und ja, man es dann halt gelesen hat. Dann habe ich schon zwischendurch und ja, parallel im Grunde gehört, Die Schwestern von Mitford Manor, Unter Verdacht, der erste Teil einer Reihe von Jessica Fellows. Und hier muss ich schon sagen, das habe ich gefühlt, glaube ich, nach einem Drittel habe ich das abgebrochen. Ich habe das gehört und ich mochte auch die Sprecherin ganz gerne, aber die Geschichte war überhaupt nicht meins. Jessica Fellows ist die Nichte von Julian Fellows. Das ist im Grunde der Erfinder, der Drehbuchautor von Downton Abbey, der auch, glaube ich, Belgravia geschrieben hat. Und irgendwie hat man ja so ein bisschen Erwartung an die goldenen 20er in dieser Geschichte, denn da spielt diese Geschichte. Und man hat eigentlich so ein bisschen Erwartung, dass man diese glamouröse Zeit irgendwie, ja, im Grunde näher gebracht bekommt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ohne groß auf die Story einzugehen, dass ich mir etwas ganz anderes davon erwarte.
erwartet habe. Wir begleiten eine junge Frau, die im Grunde jetzt mit ihrer Mutter und ihrem Onkel zusammenlebt, weil der Vater gestorben ist. Und ja, im Grunde reicht das Geld nicht vorne und hinten nicht. Und dann ist der Onkel auch noch sehr, sehr, also auf jeden Fall alkoholabhängig und auch sehr ein brutaler Typ. Und irgendwann ergreift sie im Grunde die Chance, bei den Schwestern von Mitford Manor im Grunde zu arbeiten als Kindermädchen. Und wir haben da natürlich auch noch so eine Parallelgeschichte, die im Grunde einen Polizisten betrifft. Da passiert eben ein Mord im Zug und das ist so dieses Unterverdacht. Und gefühlt weiß ich schon gar nicht mehr so richtig, was eigentlich in den knapp, glaube ich, 3 Stunden das Drittel, oder 4 Stunden, was da im Grunde passiert ist, weil es total banal war. Es war total unspannend, es hat überhaupt mich nicht an dieses Hörbuch gezogen. Ich dachte schon zu Beginn, in welche Richtung geht denn das? Denn ich hatte wirklich einfach erwartet, einfach etwas anderes. Ich kann nicht mal so richtig sagen, was. Diese Mitford Manor Schwestern, das sind glaube ich 6 oder 7 und die begleiten wir wohl jetzt in den verschiedenen nächsten Bänden. So richtig herausgefunden habe ich das nicht. Mir hat es einfach nicht gefallen. Mir hat es sprachlich nicht gefallen. Es gab keine Atmosphäre. Das Historische ist für mich nicht eingefangen geworden. Ich habe mir kein Bild von den Charakteren machen können. Es waren alle irgendwie ersetzbar. Zudem habe ich auch einfach die Mutter von unserer Protagonistin, also nicht so richtig verstanden, was die bei diesem Schwager eigentlich wollte, und ich habe auch ihn nicht verstanden und dann sie schon gleich gar nicht, und irgendwie war ich irgendwann nur noch genervt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so 1-2 Tage keine Lust mehr auf dieses Hörbuch hatte und auch gar nicht hingegriffen habe, dann lieber wieder Podcast gehört habe oder irgendwas anderes nebenbei. Und dann dachte ich, okay, das ist eigentlich so ein Zeichen, dass es dir einfach nicht gefällt. Und ich glaube, da habe ich mir mal hingesetzt und habe so 1/2 Stunde gehört. Und dann dachte ich aber, nee, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Denn man ist doch so ein bisschen verwöhnt, gerade so was diese historischen Romane jetzt angeht, egal ob es die Clifton-Saga war oder die Frauen vom Löwenhof, ob es die Hansen-Saga war, was ja alles so ein bisschen in dieses Genre hineinfällt. Und wer halt Downton Abbey-Feeling möchte, der ist hier leider komplett falsch. Natürlich nimmt man es bei der Nichte einfach nur an, dass es so in diese Richtung geht. Vielleicht hätte man da auch keine falschen Hoffnungen in sich wecken dürfen, aber das war irgendwie nix. Also da lieber wirklich Downton Abbey geguckt. Und ich glaube auch, dass es jetzt so im Winter, so ab November wahrscheinlich bei mir Zeit wird, dass ich das rewatche. Und ich freue mich auch schon drauf. Und das war es irgendwie nicht. Also mir hat es wirklich nicht gefallen. Ich werde die Reihe auch nicht weiter verfolgen. Ist wieder auch eines der seltenen Hörbücher bei Audible, die ich umgetauscht habe, weil es mir einfach gar nicht gefallen hat. Und da muss man sich auch nicht irgendwie quälen. Und das letzte Buch der Woche ist dann Im Turm von Josiah Bancroft. Wie gesagt, ich hoffe, dass man ihn so ausspricht. Ein Buch, das mich vom Klappentext und vom Cover absolut angesprochen hat und ich wirklich sehr, sehr begeistert war, als dieses Buch bei mir als Rezensionsexemplar angekommen ist. Alle Infos zu den Büchern findet ihr ja wie immer unten in der Infobox, denn dieses Buch beschäftigt sich mehr oder weniger mit dem Turm von Babel, den man ja durchaus aus biblischen Geschichten und auch Legenden im Grunde kennt. Man kennt eben diese Legenden um den Turm und man hat hier eben so eine High-Fantasy-Geschichte drumherum gebaut, die mich einfach direkt angesprochen hat. Und wir treffen hier auf das Pärchen Thomas und Maria. Und Thomas ist Lehrer und hat sehr, sehr lange gespart, um eben diese Flitterwochen zusammen mit seiner Frau Maria zu machen. Und sie wollen eben sich das Weltwunder, den Turm von Babel, ansehen und sind total aufgeregt und kommen dort an. Der Reiseführer der Geschichte schwärmt von dem Turm und was dieses Bauwunder alles zu bieten hat. Doch wie es manchmal so kommt, es wird im Grunde gewarnt, dass man nicht alleine in den Turm geht, dass man aufeinander Acht gibt. Und irgendwie verlieren sich beide, aber ziemlich zu Beginn der Reise. Und Thomas legt einfach los und geht allein in diesen Turm. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, aha, stand da nicht gerade noch, das sollte man nicht tun. Aber man befürchtet natürlich nicht gleich das Schlimmste. Der Turm selbst beginnt dann eben in einer Art Eigenleben. Und Thomas erkennt langsam, was im Grunde passiert, was mit ihm passiert und mit diesem Turm passiert. Denn in diesem Turm gibt es pro Stockwerk eine eigene Welt, eigene Geschichten, eigene Menschen und eine totale Faszination. Und auf diesem Abenteuer durch den Turm begleiten wir im Grunde Thomas.
Ich möchte direkt vorweg sagen, dass ich bei diesem Buch annahm, dass das ein Einzelband ist. Umso überraschter war ich am Ende, dass es einen extremen Cliffhanger hat. Das möchte ich jetzt einfach mal sagen, weil ich weiß, dass es sehr vielen so geht, wenn sie eigentlich einen Einzelband erwarten und dann aber merken, hups, da kommt noch etwas. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht so richtig, wie viele Bände es geben wird. Ich habe tatsächlich auch gar nicht recherchiert, ob vielleicht schon im Englischen der zweite Band heraus ist. Es wird auf jeden Fall eine mehrteilige Geschichte, vielleicht sogar eine Trilogie, aber ich konnte, wie gesagt, auch beim Verlag noch nicht herausfinden, ja, ob vorgenommen wird, die Reihe im Grunde weiter ins Deutsche zu übersetzen und dann auch zu verlegen. Ich finde, und das möchte ich auch an dieser Stelle von nach wie vor, dass mehrteilige Reihen gekennzeichnet werden sollten. Ich finde das total ungerecht den Lesern gegenüber, dass das nicht irgendwie gezeigt wird. Ich glaube, auch im letzten Jahr hatte ich ein, zwei Bücher, wo ich eigentlich dachte, es ist ein Einteiler, und dann hat es sich herausgestellt, dass das eben nur der Auftakt einer Trilogie ist oder gar vier-, fünfteilige Bänder. Ich denke nur an Talon, wo es zuerst hieß, es ist eine Trilogie. Jetzt erscheint demnächst der fünfte und ich glaube auch letzte Band, und da denkt man sich, Mensch, ach, muss denn das wirklich immer so sein? Und ja, wenn man sich auf ein Einzelband freut, freut man sich auf den. Und dann ist man natürlich irgendwie schon enttäuscht, wenn am Ende ein gemeiner Cliffhanger ist. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch schön. Es ist eine tolle High-Fantasy-Geschichte. Es ist eine interessante Idee mit diesem Turm und den einzelnen Welten auf den unterschiedlichen Stockwerken. Man weiß nicht, wo beginnt der Turm, wo endet er. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee. Es hat tatsächlich nichts irgendwie mit dem Turm zu Babel irgendwie zu tun, wie man es vielleicht jetzt erwarten würde, sondern es ist eben einfach eine eigene Welt, die voller Abenteuer und auch voller spannender Ideen sozusagen steckt. Die Umsetzung kennt man schon, es ist halt eher was auch für Fantasy-Neulinge, wie ich finde. Manches kommt einem so aus verschiedenen Fantasy-Elementen einfach bekannt vor. Es ist so ein klassischer Weg, den Thomas geht. Aber ich fand, das hat überhaupt keinen Abbruch getan. Wie gesagt, wer vielleicht auch mit Fantasy anfangen möchte, ist hier, denke ich, auch erstmal richtig. Leider muss man dazu sagen, dass die Logik so an mancher Stelle ja doch einen zum Kopfschütteln brachte und man auch das Buch so ein bisschen fragend einen zurückgelassen hat. Und ich finde, ja, selbst wenn es High Fantasy ist, muss eine Welt gewisse Logikregeln haben, und die haben mir hier so ein bisschen gefehlt. Der Start war etwas schwierig. Ich denke, gerade so die ersten 50, 60 Seiten war schon so ein bisschen, wo ich dachte, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Aber wenn man dann mal drin ist, fühlt man sich angekommen, fühlt man sich zu Hause und fühlt man sich gut unterhalten. Denn es ist ein sehr komplexer Turm, und ja, der Autor schafft es hier wirklich, diesen einen so ein bisschen näher zu bringen. Es wird spannend, dadurch, dass unglaublich viel dann auch wirklich so ab den ersten 100 Seiten im Grunde passiert, und diese eigenen Königreiche pro Etage sind einfach groß, artig rübergebracht, und jede ist so seine eigene Welt. Die Charaktere verhalten sich leider so ein bisschen naiv, das fand ich ein bisschen schade. Manchmal ist Thomas auch unglaublich dumm, wo man sich denkt, ha, Junge, also du bist ja nicht erst 5 und bist jetzt in Narnia gelandet oder was weiß ich, 11 wie bei Harry Potter, wo man da sagt, okay, Kinder verhalten sich ein bisschen anders. Thomas ist ja ein erwachsener Mann und zudem auch noch Lehrer und verhält sich manchmal wirklich unglaublich doof. Es war ein gutes, solides High-Fantasy-Buch, das auch irgendwie wirklich dann nachdem so die Anfangsschwierigkeiten waren, wirklich auch Spaß gemacht hat. Aber es ist doch manchmal so, wo man denkt, Mensch, ja, es ist irgendwie altbekanntes. Es wurde auf Amazon, habe ich irgendwo eine Rezension gesehen, dass das verglichen wird mit Der Hobbit und irgendeinem anderen Buch, wo ich so denke, nein, mit dem Hobbit und Bilbo Beutlin hat Thomas überhaupt nichts zu tun. Also Bilbo war zwar an mancher Stelle auch so ein bisschen ja, blindlings in sein Abenteuer gelaufen. Ich muss jetzt hier mal gucken, meine Katze geht jetzt gerade die Decke hoch. Ich weiß noch nicht, was sie da oben treibt, aber das musste mal kurz beobachtet werden, ja, aber ich finde, dass da überhaupt kein Vergleich besteht. Ich fand es wirklich gut für Fantasy-Einsteiger und auch junge Leser, denke ich, auf jeden Fall geeignet. Also junge Leser, junge ältere Jugendliche sozusagen, junge Erwachsene. Ich glaube aber, für Leute, die schon sehr viel High-Fantasy gelesen haben, ist das einfach nur eine okay Geschichte für zwischendurch. Und auch das muss es, wie gesagt, eben auch manchmal einfach geben. Ja, das war's zu den 4 Büchern der Woche, und es war irgendwie durchwachsen, wie man gemerkt hat. Es war ganz okay,
Und ja, besonders das erste Buch, Die Wahrheit über die Dinge, die einfach passieren, das hat so, glaube ich, gefühlt alles so ein bisschen rausgerissen. Aber man kann eben nicht nur Highlight-Wochen haben, es muss eben auch einfach Okay-Wochen geben. Ja, der Leseklub ist wieder reaktiviert. Ich hatte dazu ja auch ein Video gemacht, dass ihr abstimmen könnt, welches der drei Bücher gelesen werden soll im Oktober gemeinsam. Und ja, diesmal ist ja so das Motto weißes Buch gewesen, was manche ganz lustig fanden. Und ja, gewonnen hat jetzt für den Oktober Unsterblich von Jens Lubade. Ja, ein Buch, das optisch auf jeden Fall schon, wie ich finde, ganz viel hermacht mit dieser Marlene-Kopie sozusagen. Und wir starten am 21. Oktober. Die Einteilung ist auch schon gemacht. Die findet ihr auch schon im Leseklub. Ihr findet den wie immer unten in der Infobox. Guckt da gerne mal vorbei. Und ich freue mich sehr auf Unsterblich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was diese Zukunftsvision im Grunde für uns bereithält, und ich freue mich sehr aufs gemeinsame Lesen. Ja, das Leseklubbuch. Mal gucken, was wir dann uns für den November so für ein Motto aussuchen oder für ein Genre. Ja, dann hat mich eine Seriensucht ereilt, und ja, ich wollte es nicht, ich hatte es nicht geplant. Thorsten ist schuld, und vielen Dank dafür. Ja, ich habe auf Netflix mit Luther begonnen. Eine Serie, ich glaube 16 Folgen in 4 Staffeln. Man muss aber dazu sagen, dass, glaube ich, die ersten beiden Staffeln allein schon um die 5 Folgen haben. Ich glaube, die dritte Staffel hatte dann 4 Folgen und die letzte Staffel dann nur noch 2 Folgen. Es ist wohl auch eine 5. Staffel geplant, aber so richtig was finden, ob und wann das erscheint, habe ich noch nicht. Ursprünglich ist die Serie von 2010, sie hat mir noch überhaupt nichts gesagt, sie wurde von BBC produziert, also wo man ja im Grunde auch ja, Sherlock herkennt zum Beispiel, und ich hätte wohl nicht zu der Serie gegriffen, wenn nicht Thorsten so geschwärmt hätte und mich so ein bisschen angefixt hätte. Denn bei Luther haben wir ja auch wieder so ein bisschen eine Mischung aus Thriller und Krimi, und ja, wir haben Serienkiller und Luther, also John Luther ist im Grunde unser Hauptcharakter in dieser Serie, und er ist eben Polizei, Chief Inspector oder irgend sowas. Und ja, der hat so ein bisschen eine besondere Art, um eben Fälle im Grunde anzugehen, um Täter festzustellen und auch die Vorgänge, wie eben ein Mord geschehen ist, die doch manchmal sehr unterschwellig passieren, wenn man das so sagen kann. Und er hat da eine sehr spezielle Art, um die zu lesen. Es erinnert, und das muss man ganz klar sagen, zu Beginn doch ein bisschen an Sherlock, auch wenn Sherlock ja nie so extrem blutig sozusagen war, sondern Sherlock ja durchaus auf andere Dinge Wert gelegt hat, sagen wir mal so. Bei Luther darf man auf keinen Fall zart beseitet sein. Also es war an mancher Stelle schon ganz schön heftig, was für Morde passiert sind, wie diese Leichen aussahen und was so auch in Menschen vorgeht. Das muss man ganz klar sagen. Denn auch wenn man natürlich sagt, ob solche Fälle 1:1 geschehen sind, sei zum, ne, das ist ja kein True Crime, aber es könnte eben passieren, und es passiert auf dieser Welt, dass eben Morde in der schlimmsten Weise passieren, und es war mir manchmal schon fast zu realistisch, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich bin ja noch so gar kein Mensch mehr, der Blut so gerne hat, und ich musste bei Luther schon das ein oder andere Mal die Augen schließen. Zudem muss man auch ganz klar sagen, habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr unter meinem Bett nachgeguckt, ob da jemand liegt. Ja, nach einer gewissen Folge von Luther habe ich das getan, und ich habe am Wochenende, Freitag glaube ich, und das Wochenende dann angefangen und habe dann auch jetzt die kommende Woche im Grunde weitergeguckt und werde euch dann abschließend vielleicht in der nächsten Bücherwoche erzählen, wie mir der Rest gefallen hat. Es ist sehr, sehr packend und spannend und auch gut gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Man sieht hier den Stil von BBC, der mir einfach meistens sehr, sehr gut gefällt. Der Luther wird gespielt von Idris Elba, den man ja schon auch aus anderen Filmen und so kennt. Mir persönlich war jetzt nicht der große Begriff, aber wie ich dann nach ihm gegoogelt habe, hat man doch so ein bisschen gesehen, ah, da und da. Und er hat ja auch bei Der dunkle Turm in der Verfilmung mitgemacht von Stephen King, die ich nicht gesehen habe. Ich finde, er macht das ganz gut. Mir persönlich ist er manchmal ein bisschen too much. Also ich finde so dieses Overacting, was man so manchmal kennt, ja, das ist manchmal leider so. Wem ich aber grandios finde, ist Ruth Wilson, die Alice spielt. Das ist, glaube ich, auch direkt der erste Fall gewesen, mit dem die Serie anfängt. Einer jungen Frau, deren Eltern samt Hund bestialisch ermordet werden und ja, sich selbst sozusagen das Genie der Familie ja, so ein bisschen in Luthers Fänge sozusagen gerät, oder beide ineinander in Fängen, man kann das jetzt schlecht ausdrücken. Ja, grandios finde ich das wirklich gemacht. Ich finde, es hat viel, viel Atmosphäre, sehr düster, sehr brutal.
Mir wird, wie gesagt, an mancher Stelle doch ein bisschen zu blutig, aber ich werde es durchhalten und die Serie auf jeden Fall zu Ende suchten. Und ich denke mal, dass ich diese Woche, also nachdem ich jetzt die erste Staffel so weggesuchtet habe, auf jeden Fall auch weiterschauen werde. Ich vermute, dass es schlaflose Nächte gibt, aber das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche noch berichten und kann euch schon mal sagen, ja, schaut euch auf jeden Fall ein, zwei Folgen an. Ich fand auch tatsächlich, dass dieser Sherlock-Vergleich so ab der dritten, vierten Folge jetzt in der ersten Staffel dann schon nachlässt. Natürlich ist Luther so ein bisschen auch auf dieses zwischen den Zeilen im Leben lesen, wie Sherlock auch tut, aber ja, nicht so extrem, wie es bei Sherlock der Fall ist. Und es legt dann seinen Fokus einfach auch was anderes. Und ja, so viel zu dieser Seriensucht. Sie kam unerwartet. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass mich eine neue Serie ereilen wird. Aber ich finde sie wirklich sehr gelungen und freue mich da auf jeden Fall auch aufs Weitergucken. Zudem kann ich jetzt schon mal verkünden, dass es etwas Neues bei den Kingsianern gibt. Denn wir werden mal endlich wieder einen Hangout starten. Und zwar am 2. Oktober auf dem Kanal von Thorsten. Ich weiß noch nicht, ich glaube, über die Uhrzeit haben wir uns noch nicht besprochen, aber ich denke mal so wie immer, so gegen 19:30 Uhr, das werde ich vielleicht schon für die nächste Bücherwoche dann ein bisschen genauer wissen. Und ich freue mich sehr auf unseren Kingsianer Hangout. Der letzte war ja aus der Frankfurter Buchhandlung Hugendubel. Und ich glaube, davor hatten wir in diesem Jahr noch gar keinen. Und der letzte war, glaube ich, im Dezember letzten Jahres sogar auf meinem Kanal, wo wir im Grunde auch verkündet haben, dass wir auf Tour gehen. Und es wird einfach Zeit, dass die vier Kingsianer endlich mal wieder zueinander kommen. Also nicht, dass wir nicht sonst auch täglich irgendwie im Austausch stehen, aber einfach mal wieder in dem Hangout. Ich freue mich auf den Abend und verkünde das im Grunde jetzt einfach schon, dass ihr euch für den 2.10. nicht so viel vornimmt am Abend. Das ist ja auch der Tag vor dem Feiertag, an dem ich zwar arbeiten muss, aber ja, ihr dann vielleicht am nächsten Tag ausschlafen könnt und da einfach mit dabei seid. Und ich freue mich da einfach schon sehr, deswegen dachte ich, erzähle ich das einfach schon mal. Ich glaube, sonst gab es in der Woche nichts. Es gab nichts Filmtechnisches. Ich habe auch noch nicht Harry Potter 7, 1 und 2 angeguckt, einfach weil mir tatsächlich so ein bisschen graut vor diesen Filmen, weil ich glaube, jetzt nach dem Reread gefallen sie mir noch weniger, als sie mir sonst auch schon gefallen haben. Mal gucken, vielleicht gucke ich die jetzt, wenn die Regenzeit demnächst kommt, so die Regenzeit, Monsun. Nein, darüber wollen wir gar nicht spaßen. Das war ganz schlimm bei den Philippinen, wenn man das beobachtet hat, und auch Florence in den USA. Man kann wirklich froh sein, dass es das hier in unserem Breitengraden im Grunde nicht gibt. Also, wenn der Regen kommt, der Herbst kommt, dann ist für mich vielleicht diese DVD-Zeit und dann werde ich auch Harry Potter angucken, weil ich das tatsächlich dann auch einfach abschließen möchte. Und ich freue mich jetzt auch im Oktober schon sehr darauf, Herr der Ringe zu lesen. Und die Filme habe ich ja erst geguckt im Urlaub und da bin ich sehr gespannt, ob da, ja, so richtig, man erinnert sich halt nach 4, 5, 6 Jahren, wann kam der letzte Hobbit-Film raus, 2011, 12, 13. Ich glaube, das war auch das letzte Jahr, wo ich Herr der Ringe gelesen habe. Oh Gott, ist das schon wieder lange her, oder war das so? Ich glaube, zum zweiten Teil. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich würde ja gerne vorher noch den Fall von Gondolin oder lesen. Oder heißt das so der Fall? Ja. Mal gucken, ob ich das schaffe, weil das ist ja noch erstes Zeitalter, aber was rede ich eigentlich, ne? Ja, die Herr-der-Ringe-Gruppe gibt es ja auch schon. Auch mal in die Infobox gucken. Da ist auch die Einteilung für den ersten Teil schon da. Da habe ich mich mal sehr fleißig sozusagen ans Bücher einteilen gemacht. Und ja, ich glaube, sonst gibt es tatsächlich von der Woche nicht allzu viel zu erzählen. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Ja, ihr dürft euch natürlich dann jetzt auf die kommenden Videos freuen. Und ja, ich weiß ja schon, welche Videos es gibt. Haha, ich glaube, die sind sogar schon gedreht, oder? Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Nein, ich glaube eins noch nicht, aber das andere ist schon gedreht und auch schon hier hochgeladen, termingerecht. Da wird es nämlich um Podcasts gehen und ja, da bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen dazu. Und ja, bevor ich jetzt gar weiter quatsche, das war es jetzt heute von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Mich würde natürlich wieder interessieren, was habt ihr diese Woche gelesen? Habt ihr ein Highlight-Buch oder ein abgebrochenes Buch? Vielleicht auch, welche Serie guckt ihr gerade? Was könnt ihr auf Netflix vielleicht auch an Filmen gerade empfehlen? Immer gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.